So, da sind wir wieder nach einem leckeren Schmaus am Kobold und einer Räubertour durch dieses Örtchen dahin. Oh, jetzt wird's dunkel. Sehr schön. Das ist ja mal cool. Oh, Sterne kommen in den Himmel. Ja. Ich hoffe, das wird noch dunkler. Bin mal gespannt, wie die Dunkelheit ist. Das ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei solchen Spielen. Da liegt was. Was ist das? Ach, das sind nur wieder so wasserentnehmende Stellen. Da unten ist der Strand. War das der Strand, wo ich herkomme? Nee, aber da läuft doch was. Sind das Eichhörnchen? Was ist denn das? Kann ich die von hier aus treffen? Oh ja! Yeah. Gibt sogar 10 Erfahrungspunkte. Na, dann machen wir das. Ah, Hasen erledigen. Das sind Hasen. Okay. Kann ich da jetzt runter? Aber ich sollte mich vielleicht mal auf den Weg machen. Dahinter soll ich irgendwo oder so, hat er gesagt. Geht jetzt trotzdem mal runter. Ich will auch mal gucken, wie hoch man springen kann. Puh, das hat mich aber einiges gekostet. Je tiefer ihr fallt, desto mehr Schaden nehmt ihr. Tretet in den Bereich des regenerierenden Lichts und die Effekte der heilsamen Magie zu spüren. Ja, das ist ganz gut, dass ich den dabei habe. Sonst wäre ich jetzt schon tot. Nehmt ihr den Schaden, sinkt die Menge an Gesundheit, die ihr durch Magie im Feld regenerieren könnt. Weißer Balken. Ruht euch in einem Gasthaus aus oder nutzt Heilmittel, um eure Gesundheit vollständig zu regenerieren. Gebt ihr Vasallen Heilmittel, werden sie diese nach eigenem Gutdünken verwenden. Ah, ist ja gut gelöst. Also ich bin jetzt ein bisschen verletzt scheinbar. Dadurch, dass ich da runtergefallen bin. Kann mich nicht wieder vollständig aufheilen. Habe auch ein bisschen arg wenig Leben im Gegensatz zu der Figur, die ich vorhin gespielt habe. Also, ja. Ja, in einer Aufnahmesession. Also in dem ersten Teil des Videos. Tun wir mal hier trotzdem, auch wenn ich die Mission nicht angenommen habe. Der ist ja süß, ne? Ja. Oh. Wo kommt er denn jetzt her? Ist das meiner? Mein Kollege? Ja. Der ist da einfach aufgestanden. Er war schneller als ich. Kaninchenfell. Gucken wir mal. Ja, hätte ich vielleicht die Kaninchenmission annehmen sollen. Kommt mir etwas leichter vor. Ja, ich habe wesentlich weniger Leben als wie diese Tutorial-Figur. Let's have a Was? look. Werfen wir einen Blick hinein. Also der ist genauso gepolt wie ich. Oh, Giftfall, cool. Der tut sich auch die Sachen durchsuchen. Das gefällt mir. Muss ich nicht mal alles alleine aufsammeln. Kann ja auch ein bisschen mithelfen bei den Liebes-Arrangement hier. Was ist das? Ah ja. Ja, der kommt mir gerade recht. Also der habe ich noch nie gesehen. Ein Kompagnon genauso. Oh, was ist das? Oh, schön. Mondglühen. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Oh, jetzt sind die Schmetterlinge weg. Ja, um die Sachen kümmern wir uns mal dann in der spezielleren Folge. Wenn wir schon so auf der 10. Folge oder so sind, werde ich mir das mit Kokin sparen. Mir auch noch mit. Vielleicht kann man sich ja ein Haus daraus bauen. Ich weiß es nicht. Wäre ja cool. Gehen wir noch dahinter ins Eck, bevor wir jetzt vorgehen. Vielleicht ist da ja noch was Geheimes versteckt. Suchermedaillon. Liegt einfach so rum hier. Bin ja auch der Sucher. Und große Nuss. So. Was hat der noch? Ja. Nichts mehr. Gut, oh, jetzt ist es schon Nacht geworden. Naja, der Himmel ist ein bisschen komisch animiert, muss ich sagen. Das könnte man besser machen. Das sieht ein bisschen aus wie in einem Atari-Spiel. Aber ansonsten sieht es ganz idyllisch aus. Er soll auch ein bisschen so nebelhaft erscheinen. Wenn man von unten rauf schaut, geht's. Also, wenn man direkt drauf schaut, sieht es ein bisschen komisch aus. Aber gut, man kann nicht alles haben. Was haben wir denn hier? Bärenfrucht. Sehr schön. Nehme ich auf jeden Fall. Ah, da sind wir ja auch schon angekommen. Sehr schön. Mal hier noch. Oh, shit. Das war jetzt nicht so gedacht. Das sieht interessant aus. Ja. Schön, dass du die Sachen einsammelst und ich hier in die Luft fliege. Auftragsort erreicht. Was? Austrag. Okay. Ich sollte alle ja hierher kommen, irgendwie hat er gemeint. Also, wenn das hier ist, aber ich denke mal schon. Kleiner Geldbeutel, sehr gut. Wir wissen genau, was wir tun hier. Oh, Fässer zerhauen sollte ich vielleicht jetzt nicht schon wieder. Aber wir gehen mal von der hinteren Seite rein. Vielleicht macht das einen Unterschied.
Wanken da Zombies oder was? Nee, das sind normale Bürger. Gehen wir mal rein. Dann schauen wir uns noch mal im Dorf um. Ich bin sehr gespannt. Wohl getroffen, Erweckte. Könnt ihr unsere Stimme hören? Okay, irgendjemand spricht schon wieder in meinem Kopf. Also in meinem Kopf scheint ständig was los zu sein. Eine ganze Party. Das geht nicht kaputt, oder? Nee. Okay, habe ich das Ding da kaputt gemacht? Nee. Jetzt gucken wir mal hier kurz uns um. Wo müssen wir denn hin? Der Rook hat vorhin was gemeint. Ich hoffe, hier gibt es jetzt mal einen Händler, der was hat für mich, den ich mir kaufen kann, wo er nicht verschwindet. Okay, sprechen wir mal mit denen hier. Hallo! Such den Rift auf, Erweckte. Den Rift? Okay, wer bist du? Hallo! Ich fürchte, wir können noch kein Bündnis eingehen. Nee, ja, ich verzichte. Das sind in der Tat harte Zeiten. Okay. Die Dialoge nicht ganz so flach wie es bei Skyrim, aber es sind halt Dialoge. Was soll schon ein Fremder sagen, wenn man hier so auftaucht und... Erster Tagebucheintrag. Das sieht aus, als wäre es ein Teil eines Tagebuchs, aber wessen? Okay, ich habe mir ein Tagebuch gestohlen. Sehr schön. Kann ich da rein? Nö. Oh, da hinten liegt was, oder? Nee. So, gucken wir mal hier. Was hast du denn zu sagen? Begehrt ihr etwas zu wissen? So fragt Befehlshaberin Mercedes. Das ist ja wohl eindeutig Schleichwerbung. Kann nichts dafür. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Kann ich da was kaputt machen? Nee. Okay. Da ist auch nochmal so ein Typ. Ja, oh, bin ich müde. Alles klar. Habt ihr was zu sagen? Ach, die haben wir schon. Ach, das ist Mercedes. Ja, warum? Wollt ihr kämpfen? Ihr scheint die rechte Statur dafür zu haben. Okay. Ja, kann man weiter mit dir reden? Habt ihr den passenden Eifer dazu? Sprecht frei heraus. Ich kann euch nicht versichern, dass ihr aufgenommen werdet. Doch steht es jedem frei, sich zu versuchen. Ich weiß nicht, ich will mich eigentlich niemandem anschließen. Ich bin eigentlich eher so ein Alleingänger-Mensch. Alleingängerin in dem Fall. Das lassen wir mal noch. Nicht, dass ich mich da irgendwie um was hinein verrenne. Was wollt ihr? Kann mich noch entsinnen, in Skyrim, da war man dann mehr oder minder gezwungen, sich irgendeine Gruppe anzuschließen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann war ich plötzlich mitten im Desaster drinnen und musste für den in irgendwelche Scheißrennereien machen. So, was ist das? Das hat man schon mal, das Ding. Pausenmenü könnt ihr oder Chronik den bisherigen Verlauf eurer Reise nachverfolgen. Okay. Speichervorgang beendet. Okay, hier wurde gespeichert. Voila. Flüssiger Elan. Radknollenheilkunde. Okay, nehmen wir alles mit. Sammeln. Komm, Geld. Fremdländisches Messer. Flasche mit Öl. Da ist noch was. Kriegshorn. Und? Flasche mit Öl. Und noch mehr. Gabe der Kraft. Jetzt ist nichts mehr da. Und du sagst dazu gar nichts? Ist dir völlig egal? Habt ihr alles, was ihr braucht? Wir sind vor allem ein Gasthaus, aber wir bieten mehr als eine Unterkunft an. Okay. Wir können euer Hab und Gut beschützen oder euch helfen, neue Fertigkeiten zu lernen. Ich bezweifle sehr stark, dass du mein Hab und Gut beschützen kannst. Du kannst ja nicht mal deinen eigenen Krempel aufheben. Trefft eure Wahl, wer ist euch beliebt? Ausruhen, Verwaltung des Lagers, Fertigkeiten. Oh, Fertigkeiten erlernen. Gucken wir mal hier. Fertigkeiten erlernen. Was haben wir denn? Ah ja, wir haben Disziplin 200 und kostet 200. Ja, toll. Beißender Wind mit gezückter Klinge stürmt er hinter den Gegner und greift ihn gezielt an. Mit zusätzlichen Hieben in der Folge. Das machen wir jetzt einmal. Das ist die Standard Schurkentechnik. Der Dolchtechnik, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann haben wir es auch schon, oder? Ja, ich will die Fertigkeiten gleich anwenden. Ah ja, okay, hier hat man jetzt hier so ein Fertigkeiten-Ding. Okay, das ist ziemlich simpel. Weiß gar nicht, ich habe in so einem Preview gelesen, dass es eigentlich ziemlich kompliziert wäre.
Aber so kompliziert kommt mir das jetzt gar nicht rüber. Weggehen. Weggehen. Lager können wir später verwalten. So. Disziplinenpunkte könnt ihr ausgeben, um nützliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Fertigkeiten müssen erst aktiviert werden, wenn ihr sie einsetzen wollt. Fertigkeiten. So. Jetzt gehen wir mal zu dem Stein hier. Das war ja auch schon im Tutorial irgendwie so ein Ding. Wohl getroffen, Erweckte. Könnt ihr unsere Stimme hören? Wir sprechen aus weiter Ferne zu euch. Die Vasallenlegion hat euch erwartet. Bitte verzeiht diesen seltsamen, unüberpersönlichen Gruß. Dieser Riftstein dient als Tor. Er verbindet unseresgleichen mit eurer Welt. Er ist den Erweckten zugänglich, denn ihr Wille ist stark genug, die Legion zu leiten. Erhebt den Anspruch zu den Erweckten, so zählen, so stellt eure Entschlossenheit unter Beweis. Okay. Wohlan, dann werden wir euch durch eure Prüfung geleiten. Zählt ihr wahrlich zu den Erweckten, wird diese schlichte Aufgabe keine Hürde für euch sein. Der Erweckte muss über den Mut verfügen, jegliche Bedrohung zu begegnen und in der Lage sein, sie zu überwinden. Ein unermüdlicher Wille, an sich selbst zu arbeiten, verleiht die Kraft, die Legion zu führen. Zeigt uns jetzt. Okay, was ist jetzt los? Untersuche die Gegend. Okay. Eine Prüfung für die Legionäre. Ein Riftstein, eine seltsame Kraft geht von ihm aus. Hm. Sollen wir das Gebiet durchkämmen? Oh, geht schon los. Die Bestie kommt, eilt euch. Kommt jetzt der nächste Drache angeschissen. Ach, der ist irgendwie rausgegangen. Tut etwas. Ja, will ich doch. Hallo? Ja, versuche ich ja. Du stehst im Weg. Oder war das hier drinnen irgendwo? Ah, der rennt dahinter. Ah, hier ist auch noch ein Ausgang. Alles bereit für den Kampf. Okay, ja, schau mal halt mal, was da los ist. Die Straßen sind einigermaßen sicher und frei von Monstern. Gut. Hoppala, was ist das denn? Ein Walrossmann? Oh, ein Zyklop. Ja, geil. Also ich fand ja schon den Löwen mit dem Ziegending hinten drauf und den Schlangenschwanz ziemlich cool. Drache sowieso, aber das ist... Oh, das war doch das Berserk-Zeichen. Das ist doch ein Opfer. Okay, was mache ich jetzt mit dem? Zyklop, ich schieße den am besten in die Augen, würde ich mal sagen. Hat aber nicht viel Leben. Wow, 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 ja, ja, puh. Sieht sehr mächtig aus. Ah! Wenn er nach hinten schaut, dann von hinten. In den Po. Aber es scheint nicht viel zu bringen. Ich sehe auch wenig. Es ist ein bisschen dunkel. Ich sehe das rote Auge. Oh! Na, läuft doch ganz gut hier. Gehen wir mal im Nahkampf. Au, au, nee, nee, nee. Ui, 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 ui. Ich werde auf diesen Kopf klettern. Ja, hat der Rook in einer Klatsche. Du, dich brauche ich vielleicht noch zum Klauen. Aber das war der Rook. Na komm. Bestimmt, wenn man das Spiel auf schwer stellt, ist da bestimmt auch voll Leben. Aber es ist ein bisschen krass, dass ich endlich Pfeile habe. Also so ein Zyklopen. Oh, 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 was ist denn das hier? Kam plötzlich ein Goblin dazwischen, kann es sein? Ein Kobold. Ah! Puh! Jetzt hat er seinen eigenen Kobold zerdrückt. Wenn der zu ihm gehörte. Ah! Ah ja, genau, hängt euch an sein Bein, das kann ich ja auch. Das
versuche ich mal jetzt. Au! Nee, das sollte ich nicht versuchen. Oh, scheiße, ich bin ja schon ziemlich verletzt. Heil mich, Meister. Okay, er hat mich auch nicht mehr viel heilen können. Soll ich jetzt ein bisschen auf Abstand bleiben? Nicht, dass ich hier sterbe, das wäre peinlich. Kann man ihn auch irgendwie rufen mit irgendwelchen... Ah ja, da hinten ist die Magie. Das sollte ich vielleicht... Oh. Daran war ich jetzt gar nicht mehr beteiligt. Obwohl, ein Pro steckt noch ein Pfeil. Sehr schön. Das war natürlich der tödliche Treffer. Oh, was ist das? Das war doch... Wie hieß der Bösewicht von Skylanders? Das war gerade wirklich knapp. Lasst uns zum Lager zurückkehren. Überlasst das mir. Okay. Da heilt mich hier erstmal. Und ich kann nicht vorher aufgeheilt werden, weil ich ja etwas stärkere Verletzungen scheinbar habe. Also zum Lager zurück. Ja, Moment mal, ich will auch hier erstmal plündern. Da gibt es bestimmt irgendwas, was der verloren hat. Wo ist denn der Leichnam? Liegt der hier irgendwo? Nö, anscheinend nicht. So, verloren hat er nichts. Oder wie? Jetzt schon erwartet, dass ich zumindest so einen Zahn oder so krieg. Naja, gut. Und ihr Schwächlinge, das sind ja der Tat harte Zeiten. Ja, gut, das hast du da drinnen schon gesagt. Dann gehen wir mal zum Stein zurück. Ich denke, das war die Prüfung. Hoffe ich doch. Oder müssen wir jetzt noch 1000 andere Prüfungswege machen? Wir haben getan, wie uns befohlen wurde. Okay. Speicherung ist beendet. Wer ist denn das hier? Hallo? Hallo? Quentin. Ich fürchte, wir können noch kein Bündnis eingehen. Okay, sie wollen alle mit mir kein Bündnis eingehen. Ich bin anscheinend denen zu... wieder. Dann gucken wir mal, wo war denn der Stein oben? Okay. Gehen wir mal hoch. Ich möchte jetzt mal auch irgendwie einen besseren Waffenladen finden. Da hier liegen überall Waffen rum, aber der verkauft irgendwie keine. Was? Eckball? Der sich im Kommandoquartier des Lagers auffällt, bietet verschiedene Dienstleitungen für Abenteuer an. Sprecht mit ihm, um auszuruhen, eure Wunden zu heilen, Waffenfertigkeiten zu erlernen und überzählige Geschichten. Ja, das ist mir schon klar, das weiß ich doch schon. Jetzt gucken wir mal. Untersuchen. Hiermit ist die Prüfung beendet. Ihr seid wahrlich die Erweckte, ohne jeden Zweifel. Wählt nun einen Gefährten für die Reise, die vor euch liegt. Er wird euch alleine dienen, eure Nöte erteilen und euch bei jedem Vorhaben zur Hand gehen. Ah ja, eure Nöte teilen. Mhm. Genau. Was? Die Hauptstadt ist der beste Ort, um Gegenstände aller Art zu kaufen. Hä? Ach, ich mache jetzt nochmal den Charakter, das ist ja geil. Passt das Aussehen eures Hauptvasallen in diesem Abenteuer an? Oh, das ist ja mega. Okay, aber ich würde sagen, dann mache ich hier den Cut, das war jetzt schon wieder einiges. Und dann werden wir in der nächsten Folge unseren Vasallen herstellen. Da werden wir mal sehen. Also ihr könnt mich dafür haten. Bis jetzt macht das Spiel einen echt wahnsinnig guten Eindruck. Ich bin begeistert. Kann so weitergehen. Also, bis dahin erstmal. Ciao.